Schröder. Der ist noch in Urlaub. Ja, der hat 3 Wochen am Stück. Bei Schröder, das ist ein ganz sozialer Betrieb. Die Bau- und Möbeltischlerei Peter Schröder GmbH wurde 1977 gegründet von meinen Eltern, sind klein angefangen. 1988 konnten wir bereits hier in die eigenen Werkstatträume in die Steinstraße ziehen. Ich bin 1990 als Meister dazugekommen und habe die Werkstatträume erweitert, vergrößert und auch das Personal haben wir heute über 21 Angestellte. Also wir haben einen ziemlich großen Auftrag für unsere Verhältnisse und da habe ich jetzt das Holz kontrolliert auf Gewicht, weil wir kaufen dieses Meranti-Holz nach Gewicht ein. Dann müssen auch die Dimensionen kontrolliert werden, damit wir auch die dementsprechenden Sachen daraus ausgehobelt kriegen. Und es kommt schon mal vor, dass da leichte Hölzer dazwischen sind oder auch sehr krumm oder eben auch zu leicht bzw. auch untermaßig und die kann ich dann dementsprechend reklamieren. Dieser große Auftrag, wo wir drüber sprechen, der ist in der Nähe der Außenalster in Hamburg. Und da werden die Fenster wirklich mit dem Kran oben auf die Gerüstplattform gehoben, um die dort zu verteilen. Und dieser Kunde hat eben hochwertige Eigentumswohnung da. Und da freuen wir uns auch, dass wir dabei sein dürfen. Steckenpferd meines Vaters war immer der Holzfensterbau. Und mit dem Eintritt meiner Person ist unser Kundenkreis größer geworden, sind mehr Angestellte dazugekommen. Und was sich durch das CNC-Bearbeitungszentrum auch erweitert hat, ist eben der Möbelbereich. Und seit 5 Jahren fertigen wir Treppen an, um einfach eine Bandbreite zu haben. Mein Mitarbeiter schraubt hier gerade die Fenstergetriebe rein. Das heißt, diese Eckumlenkung hier auch mit diesen Pilzzapfen, die eben auch diese Einbruchshemmung ausmachen. Das wird hier rundherum verzahnt. Hier ist so eine Verzahnung dran, dass wirklich das Getriebe, also dieses Teil hier, kommt nachher der Fenstergriff rein und dann betätigt er die Rollzapfen und die laufen hier rundherum. Vorher haben wir gesehen, haben wir es am Bearbeitungszentrum, sind die Profile gefräst worden, die Verbindung hergestellt worden und dann verleimt und nach dem Verleimen werden sie geschliffen, kommt die Oberfläche drauf und nach der Oberfläche, die sind jetzt entlackiert weiß, werden hier die Fenstergetriebe eingebaut. Hier haben wir ein besonderes Element. Die Aufgabe war, ein vorhandenes zweiteiliges Hebeschiebetürelement auszubauen. Und durch die Bauentwicklung hat sich das so dargestellt, dass wir es nicht durchs Haus transportieren können. Also müssen wir es vor Ort, das alte Element, zerlegen, durchs Haus transportieren. Und das neue Element ist nun dreiteilig, wird durchs Haus transportiert und auf der Terrasse zusammengebaut und dann eingebaut. Das macht einfach Spaß, dann zum Kunden zu kommen und für den eine Lösung zu erarbeiten. Unsere Produktion zeichnet sich daher ab, dass wir hier auch mit Maschinentechnik noch sehr viel Handarbeit haben. Ich habe hier wirklich qualifizierte Mitarbeiter mit Liebe zum Detail. Ich sage mal, selbst die Fenster werden hier gestreichelt und die Oberfläche wird mit ganz, ganz viel Liebe ausgeführt und das spricht für unseren Betrieb, für unsere Qualität, was eben unsere Kunden auch schätzen.